Endlich habe ich Zeit zum Spielen. Ich hoffe, Mama kommt nicht in mein Zimmer. Ich warte schon den ganzen Tag drauf, das Level zu schaffen. Gamerin Michelle hat einen Live-Check, wie man das alles griffbereit hat. Michelle, bist du da? Ja, Mama. Oh, du liest. Ich lerne, Mama. Na gut, ich werde dich nicht stören. Ja, ich habe sie ausgetrickst. Wenn ich mich jetzt konzentriere, kann ich meinen eigenen Rekord im Spiel brechen. Ich bin Feuer und Flamme. Michelle, wo ist sie hin? Wow, Mama kann ein Face Smash besser als Jax. Auf diese Weise Geld zu bekommen, ist lustiger. Zurück zur Basis, Leute. Was ist los? Ich spiele. Hier ist ein neuer Auftrag vom Chef. Räum das Zimmer auf. Na gut, ich kann das Chaos in einer Sekunde aufräumen. Gamer Ray weiß, wie er die Leistung seiner Charaktere steigern und die Fähigkeiten verbessern kann. Mission erfüllt. Ich kann weiterspielen. Seid ihr immer noch hier? Wie läuft's denn so? Oh, ihr habt einen langen Weg hinter euch. Wir werden unsere Freunde vernichten. Oh, ich bin hungrig. Wartet auf mich. Ich will euch was zu essen bringen. Ist Ray weg? Ich werde für ihn spielen. Hi Leute, darf ich mal zu euch? Ein Mädchen? Niemals. Klar, mach mit. Gib mir Anweisungen, Mütze. Was machst du hier? Ich war doch nur kurz weg. Also, steh auf. Komm schon. Komm in unser Team. Du hast Fähigkeiten. Was? Du willst nicht, dass Michelle geht? Hör zu. Ich habe eine coole Idee. Okay. Meine Schwester wird gleich zurück sein. Mal sehen, was ich im Kleiderschrank habe. Zeit für ein Makeover. Ich bin ein cooler Streamer. Heute werde ich die Herzen gewinnen. Während Michelle Komplimente bekommt, arbeitet Ray hart. Ich bin Michelle Caramel. Lass uns zusammen spielen. Ich kann es schaffen. Wow! Du hast das falsche Material gewählt. Mein Keyboard wird auseinanderfallen. Zeigen wir dem Eismann seinen Platz. Was ist das? Sub-Zero ist hier. Ich werde das ganze Haus im Handumdrehen mit Eis bedecken. Friere mich nicht ein. Ich will nicht mit dir kämpfen. Mach dir keine Sorgen, Bruder. Ich halte dir den Rücken frei. Abby hat mir gezeigt, wie man ein Gamepad benutzt. Dieser Ninja wird uns anflehen, ihm Gnade zu erweisen. Ich kann meine Hände nicht mehr kontrollieren. Wow, ich kenne ein paar coole Moves. Sei vorsichtig, du wirst dich gleich verwandeln. Game over. Ich bin fast fertig. Willst du mehr Videos über Gamer sehen? Dann abonniere den Kanal. Ja, ich bin Erster. Lass uns nochmal spielen. Ich habe eine bessere Idee. Lass uns die Rennen festlegen. Was redest du da? Ich habe einen coolen Lifehack gesehen. Coole Gamer haben keine Angst, Risiken einzugehen. Was jetzt? Jetzt fahren wir. Ups, scharfe Kurve. Das macht Spaß. Gib mir das Gamepad, das ist nicht lustig. Jasmine ist kein Fan von echten Rennen. Vor allem, wenn sie diejenige ist, die fährt. Oh, mein armer Kopf. Das nenne ich eine Spritztour. Mach das nicht nochmal. Moment mal, wo sind wir hier? Wow, da ist ja ein richtiger Dschungel. Unglaublich. Vorsicht, Mädchen. Im Dschungel leben nicht nur exotische Vögel. Oh. Ach, ich spiele schon seit Ewigkeiten. Ich bin so hungrig. Aber ich kann jetzt nicht gehen. Ich muss zum Checkpoint, sonst war alles umsonst. Nach mehreren Stunden Spielzeit kann ein hungriger Gamer seltsame Dinge sehen. Das sind meine Lieblingsgummis. Ray, ich glaube, du wirst gleich verrückt. Was war das? Wow, ich bin wirklich hungrig. Ich weiß, wie ich ein paar Snacks holen kann, ohne das Spiel zu unterbrechen. Ich brauche Hilfe. Und hier ist mein Ticket. Spiel jetzt für mich, mein Freund. Gamer können manchmal sehr kreativ werden. Was habe ich verpasst? Wo ist meine Figur? Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Mit diesen klapprigen Autos fängst du mich nicht ein. Ja, fahre zuerst. Das Ziel ist nah. Ist das ein Scherz? Ich habe das Spiel nicht gerettet. Ich hätte das Rennen gewinnen können.
Ich werde nicht aufgeben. Abbys Kampfgeist ist die treibende Kraft. Diese Spielerin gibt niemals auf. Oh, mein Plan geht auf. Die Elektrizität ist wieder an. Ich kann spielen. Auf meinem alten Smartphone kann ich nicht mehr spielen. Abby hat ein neues Smartphone für Gamer. Es ist sehr schwierig, dem Lehrer am Ende der Stunde zuzuhören, wenn man nicht aufhören kann, seine Lieblingsspiele zu checken. Seid ihr bereit zu laufen? Los! Wo wollt ihr hin? Ich bin noch nicht fertig. Die Tastatur wird wohl ohne mich verstaubt sein. Wartet auf mich, ich komme. Nein, ich spiele als Erster. Mom, wir sind zu Hause. Ihr habt es morgens nicht so eilig, zur Schule zu kommen, wie du es hast, nach Hause zu kommen. Können wir spielen? Ihr habt eine Stunde. In einer Familie mit zwei Kindern müssen die Kinder ums Recht kämpfen, wer zuerst spielen kann. Ich hab gewonnen. Du musst warten. Lass loslegen. Ich muss den Wecker stellen. Gut, dann warte ich eben. Um pünktlich zu sein, muss Ray mit Höchstgeschwindigkeit spielen. Selbst Flashboy wäre hier wirklich beeindruckt. Bist du fertig? Ray versucht, keine Sekunde zu verpassen. Er steckt seine ganze Energie in das Spiel. Ich bin fertig. Aber die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man Spaß hat. Ist es schon vorbei? Bist du fertig? Ich habe den ganzen Tag darauf gewartet zu spielen. Wo soll ich anfangen? Ich habe sie gefüttert. Oh, alle Snacks. Na gut, ich nehme ein Poppet. Kein Grund zur Eile wie Ray. Ich habe Zeit. Welches Spiel nehme ich? Soll ich einen Charakter in Genshin spielen? Oder eine Kuhpflanze in Sims kaufen? Ich werde die Geschichte auf Roman zu Ende schreiben. Die Zeit ist um? Wie konnte das passieren? Sie hat gar nichts gespielt? Mädchen brauchen länger, um Entscheidungen zu treffen. Verlierer. Sogar bei der Essenszubereitung kleben die Gamer an den Gadgets. Weiche ihm aus. Ja, los. Ups, sieht so aus, als gäbe es heute einen Salat mit einer Überraschung. Du solltest niemals einen Gamer ablenken, der sich so sehr in seinem Spiel verliert. Hallo? Ja, ich komme. Aber für Abby ist es viel wichtiger, das Spiel zu beenden, als pünktlich zu einem Treffen zu erscheinen. Komm schon, runter. Wie spät ist es? Oh nein, ich bin spät dran. Ich muss mich mal anziehen. Und jetzt habe ich keine Zeit, die Maniküre zu machen. Naja, macht nichts. Ich kann das doch gleichzeitig zusammen machen. Manchmal, um Zeit zu sparen, muss man Lifehacks nehmen. Aber du kannst nur herausfinden, wie es funktioniert, wenn du es ausprobierst. Oh nein, wie kann ich es abwaschen? Es sieht so aus, als würde Abby es nicht schaffen. Ein Liebesbrief auf der Tastatur ist der Weg zum Herzen eines Gamers. Du kannst unser Herz gewinnen, wenn du Okitoki abonnierst. Endlich bin ich zu Hause. Jetzt kann ich das beliebte Spiel runterladen, über das alle reden. Ray ist immer noch auf der Suche nach neuen Spielen, um interessante Dinge zu finden. Jetzt müssen wir noch warten. Gamer sind nicht sehr geduldig. Warten ist Zeitverschwendung. Oh, ich weiß, wie es schneller lädt. Ich habe diesen Lifehack im Internet gesehen. Es funktioniert. Jetzt kann ich einen neuen Shooter spielen. Wow, geile Grafik. Sieht geil aus. Lass die Mission beginnen. Oh, ich kann nicht schlafen. Eine Schlafmaske wäre jetzt super praktisch. Oh, und wenn ich meine Kopfhörer nehme? Perfekt. Was hältst du von diesem hier? Ich mag sie nicht. Streamer wählen Gadgets, um sich zu beeindrucken. Der hier brennt. Ich will Brathähnchen. Ach nein, das wird uns ablenken. Ich weiß, was wir brauchen. Das ist die perfekte Option. Das schockiert. Achu! Eine Spinne. Spidey, du hast Abby erschreckt. Warum haben Leute Angst vor dir? Du bist doch so süß. Ein echter Gamer kann sein Lieblingsspiel auch ohne teure Gadgets genießen. Hat euch das Video gefallen? Dann liked es! Abonniert unseren Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Tschüss!